So, war eine leider, war leider eine kleine Unterbrechung. Tut mir leid. Aber jetzt kann es weitergehen mit unserem, auf einer Seite spaßigen Spiel, auf der anderen Seite mit der puren Folterung hier. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier den richtigen Weg gefunden habe. Ich meine, wir haben ja eine Gnade hinter uns. Also dementsprechend müssen wir uns nicht großartig fürchten. Weil wir kommen ja relativ schnell wieder hin. Meine Fresse, Alter. Was sind denn da schon wieder für Gegner? Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass ich so scheiße bin in dem Spiel. Das ist halt der erste Run ist. Das ist bei jedem anderen Dark Souls auch so gewesen. Das war bei Dark Souls 1 logischerweise so, das war mein erstes. Da war ich natürlich komplett scheiße. Dark Souls 2 habe ich auch so übertrieben abgelost, dass ich es fast sogar hingeschmissen hätte. Also ich war wirklich kurz davor, einfach zu sagen, ich spiele nie wieder ein Dark Souls-Spiel, als ich Dark Souls 2 gespielt habe. Am Anfang, ganz am Anfang war ich. Ich habe mit SOTFS angefangen, das ist am Anfang scheiße. Das ist am Anfang richtig unfair. Und bei Dark Souls 3, oh Gott. Dark Souls 3, das kann ich ja heutzutage nicht mal mehr. Oh, das sieht richtig aus. Kontrollpunkt stand da, aber Kontrollpunkt, also wie ein Shortcut sieht das hier nicht aus. Das ist einer von der schwarzen Flamme, by the way. Die Typen sind ultra gefährlich. Cool. Aber ultra gefährlich. Ist leider nur ein Dunkelschmiedestein 5. Ich brauche einen Dunkelschmiedestein 7. Danke. Werde ich jemals einen Dunkelschmiedestein 7 finden, ohne in der Wiki danach zu gucken? In der Fextra Live Wiki? Ich glaube nicht. By the way, was ganz interessant vielleicht auch ist. Ich wollte es mal erwähnen. Fällt mir gerade nämlich so ein, als ich das Wiki erwähnte. Und zwar hatte ich mal geguckt auf meiner Analysenseite vom Stream, worauf also von welchen Websites auf meinen Stream zugegriffen wird. Und da war ein ganz, ganz kleiner prozentualer Anteil auch von der Fextra-Live-Seite. Das bedeutet mehr oder weniger, dass mein Stream auch mal auf der Wiki-Seite Fextra Live zu sehen war. Was ich ganz interessant finde. Also, ich bin kein großer Fan von der Seite. So ist das nicht. Die Wiki hat extrem häufig irgendwelche Fehler drin. Irgendwelche Sachen, die nicht stimmen. Keine Ahnung, ob da niemand kontrolliert oder ob es denen egal ist. Aber, oder ob die es einfach nicht besser wissen. Aber wenn man eigentlich immer irgendwas Gutes wissen wollte, dann hat man eigentlich immer jede Wiki außer die Fextra Live genommen. Ach du Scheiße, ist der fett. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der stark ist. Er hat eine schnelle Waffe und er ist extrem fett. Das ist keine Kombination, die ich mag. Aber wisst ihr was? Ich habe hier immer noch meine Schildtruppe. Die regeln das schon. Die haben mir bis jetzt so häufig schon geholfen auch, du Scheiße, der macht ihnen ganz schön viel Schaden. Das ist wie ein. Das ist Smough als. Smough, wenn er auf Dex gelevelt hätte. Ach du Scheiße, ja gut, also da meine Geister mal komplett outplayed mit dem Scheiß. Schwarzflammen. Scheiß, den er da gecastet hat. Es freut mich auch immer zu sehen, wenn Bosse irgendwie sowas haben, womit sie meine Geister einfach direkt ausschalten können.
Ich habe noch einen anderen Geist, aber den habe ich nicht aufgelevelt. Ich habe auch nicht so viele FP, wie man sieht. Nehmen wir einfach mal das Item mit, ne? Kann ich nicht. Aber... Wieso habe ich schon wieder keine Heiltränke? Ich meine, ich wäre motivierter, diesen Boss zu töten. Oder zumindest zu versuchen. Wenn der nicht so ein unfassbar hohen Healthpool hätte. Das demotiviert einfach so heftig, wenn man sieht, wie wenig man dem abzieht mit jedem Schlag. Und ein falsches Timing, ne? Und der zieht einem mit einem Schlag einfach die Hälfte von meinem LP ab. Was ist denn jetzt los? Ich meine, witzig ist der Boss ja, ne? So ist ja nicht. Was ich mich auch mal gefragt habe, ist, ob Elden Ring, das ist jetzt natürlich ein bisschen random, ne? Ein bisschen random angesprochen, aber was ich mich auch mal gefragt habe, so innerlich, ist, ob die Elden Ring genauso wie Bloodborne und Demon's Souls als alleinstehendes Spiel lassen oder ob sie es zu einer Trilogie machen wie Dark Souls. Ich tippe eher auf Letzteres, weil das... denke ich mal, deren Dark Souls Ersatz jetzt ist. Aber auf der anderen Seite, man weiß halt auch nicht, vielleicht kommt ja auch das nächste FromSoft-Spiel ist vielleicht schon wieder einen ganz anderen Namen. Ich persönlich mag das lieber, wenn das einfach ein nächster Teil wäre von Elden Ring, statt wieder ein ganz komplett neue, ganz, also ein ich hätte lieber ein Sequel als ein komplett neues Spiel. Also das ist ja dann auch ein komplett neues Spiel, aber was ich meine, ist halt eine komplett neue Welt. Weil wenn man sich schon mal mit der Lore anfreundet und mit der Welt von Elden Ring, dann als Trilogie komplett ausreichend, aber so als alleinstehendes Spiel, weiß ich nicht. Demon's Souls und Bloodborne habe ich nie gespielt, aber es würde mich tatsächlich auch stören, wenn man... Wahrscheinlich würde es mich stören, wenn man dann sich so ein bisschen an die Lore und an die Welt gewöhnt von dem Spiel. Ja, ich quatsch gerade, glaube ich, einfach auch wieder nur noch Unsinn. Weil ich den Weg wieder nicht finde. Ich mag es halt generell nicht, wenn man... wenn Spiele nur einen Teil haben. Da finde ich, kommt die ganze Story immer ein bisschen kurz. Zu kurz. Und wie zum Teufel bin ich jetzt hierhin gekommen? Super. Gleich zum nächsten Boss, oder was? Nee, okay. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den jetzt zu bekämpfen. Wenn ich mir seinen Healthpool angucke und der hat noch nicht mal eine Bossanzeige und ich habe diesen... Ich habe schon zweimal einen Lindwurm jetzt, also Magma-Lindwurm schon getötet. Haben mir beide kein Item gegeben, was ich benutze. Dann verzichte ich doch dankend auf diesen scheiß Bosskampf, der da ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mehr als Cancer ist. Wäre jetzt aber trotzdem, ja, es wäre ganz geil, wenn ich jetzt endlich mal zurückfinden würde zu dem Bossraum, wo ich eben war. Ja, fänd ich schon stark.
ich bin gerade so in so einem Modus. Eigentlich will ich schon wieder einfach nur noch weg von dem Ort hier. Der ist zu groß. Die Gegner sind zu belastend. Es gibt keinen Checkpoint mitten vorm Boss. Ich glaube, ich habe auch Scheiße gebaut. Ich hätte den Fahrstuhl wieder runterlassen müssen. Ach so, es gibt hier mehrere. Okay, never mind. Ach Gott. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Ja, jetzt hat's mein Gehirn auch verstanden. Das sind Fahrstühle, wenn du den einen hochschickst, kommt der andere runter oder andersrum, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das so ein Fahrstuhl. Ich habe übrigens jetzt nach der Unterbrechung eben meine Webcam gar nicht mehr angeschlossen. Das heißt, die Facecam, die bleibt jetzt erstmal kurz aus. Bis zum Ende des Streams. Hat mir eben sowieso nicht ganz so gut gefallen, weil ich die komischerweise zu nah wieder rangestellt habe. Ich mag das nicht, wenn die ganz so nah ist tatsächlich. Wobei es am Ende auch keinen Unterschied macht, wirklich. Aber trotzdem, ich persönlich mag das halt nicht so. Ich fühle mich halt irgendwie nicht wohl, wenn die Kamera mir halt so mitten in der Fresse hängt. So, ich werde hier erstmal wieder schön ausgepeitscht. Also der Ort hier gerade ist so ein bisschen das Eisenschloss aus Dark Souls 2 aus Elden Ring für mich. Wisst ihr was? Planänderung. Wir machen das so. Wir machen das so. Wir benutzen jetzt einmal unseren neuen Finger. Wir fingern jetzt ordentlich. Und dann ermorden wir ein paar Spieler, würde ich sagen. Das hört sich doch nach einem wunderschönen Plan an. Wobei hier in dem Ort ist vielleicht gar nicht mal so nice. Oh. Kann ich nicht abbrechen? An dem Ort hier haben nämlich alle, die ich in raide, diesen Finger. Was ist das denn hier? Schade, dass man kein Boot bekommt oder so, um auch mal beim Meer zu erkunden. Aber es ist, glaube ich, auch nur Design hier, die ganzen Schiffe und dies und das. Wo möchte ich denn jetzt hin? Ja, genau, ich möchte jetzt einfach mal hier hin, weil ich glaube, das ist das angenehmere Ziel. Ich glaube, Haus Vulkan ist ganz schön extrem. Also es kommt mir zumindest sehr extrem vor. Ich werde das noch machen, definitiv. Aber ich denke eher, wenn ich dann nochmal wieder stärker geworden bin. Weil, ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr LP, also noch mehr LP, weil die meisten Gegner da, ja, die brauchen halt nur ein paar Hits, um uns zu töten. Das soll wahrscheinlich auch so sein, aber es nervt mich halt. Vielleicht habe ich auch gerade einfach nur einen schlechten Lauf. Das ist ja manchmal auch so ein Dark Souls. Manchmal stirbst du einfach ganze Zeit und am nächsten Tag sieht das alles wieder ganz anders aus. Am nächsten Tag schafft man das auf jeden Fall. Oh, die habe ich nicht gesehen beim letzten Mal. Aber ich glaube, das macht auch keinen Unterschied.
to draw, and whatever fingers. Danke für gar nichts. Ich hoffe so sehr, dass die Hauptstadt nicht noch belastender wird als Hausvulkan. Aus dem Weg. Ich muss durch. Oh, come on, Alter. Habe ich doch irgendwas falsch gelesen? Vielleicht soll man doch nicht von der Seite hier kommen? Ich habe zwei große Runen aktiviert. Das funktioniert aber nicht. Da hinten ist noch ein Zugang, aber das macht keinen Sinn, weil da ist kein... Das macht auch keinen Sinn. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Scheu vor Blind Runs on Stream, ne? Manchmal gibt es halt so Momente wie diesen. Da werde ich später drauf gucken und sagen, wie kann man so dumm gewesen sein? Es ist doch offensichtlich gewesen. Mittlerweile so gut da drin, diese Riesen zu töten. Weil ich das jetzt mittlerweile auch schon so häufig gemacht habe. In diesem Untergrundbereich bin ich übrigens ja auch weitergekommen. Das sieht man ja auch daran, dass ich das Schild habe. Aber ja, da bin ich dann irgendwann auch wieder... auf ein riesengroßes Problem gestoßen. Und zwar gibt es da zwei Gargoyles wieder. Also man muss wieder gegen zwei Gargoyles kämpfen. Gibt wieder ein Duo als Boss. Und die sind, wer hätte es erwartet, in diesem Spiel ganz schön schwer. Und dadurch, dass ich bis jetzt, glaube ich, bei noch keinem optionalen Boss irgendwas bekommen habe, was ich tatsächlich auch benutze, vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen, habe ich auch ehrlich gesagt keine Motivation, da irgendwie zu versuchen, diese zwei Gargoyles zu töten. Vielleicht werde ich es irgendwann mal bereuen, wenn ich mir durchlese, was man da bekommt, wenn man die besiegt. Aber jetzt gerade ist meine Hauptpriorität einfach nur... weiterkommen in der Story und vielleicht die ein oder anderen Spieler in Raiden. Das wollte ich ja gerade eigentlich machen. Werde ich auch gleich wieder machen. Ach so. Scheiße, da war ein Durchweg. Und wieder zurück. Ich dachte, der Weg, den ich da gesehen hätte, der wäre ganz außen, aber der war doch drin. Es gibt ja zwei Mauern, ne? Ja. Ich könnte schwören, der Durchweg war da eben nicht. Ja, guck mal, die Treppe ist ja kaum zu sehen. Die ist ja komplett getarnt in der Farbe.
Naja, hier will ich nicht bleiben, kein Bock. Okay, da ist ein Riese, gut zu wissen. Da sind zwei Riesen. Das sind sogar drei Stück. Also sieht irgendwie richtig aus, wo ich hier bin. Sieht wichtig aus. Wichtig und richtig. Hier wird doch bestimmt ein netter Durchgang sein. Da ist auf jeden Fall ein Bossgegner. Ich hoffe mal, hier ist ein Checkpoint. Ah, hier ist ein Bossgegner vor dem Tor. Ich dachte, da ist einer, wenn man durchgeht. Ja gut, aber der ist machbar. Also dem mache ich zumindest ein bisschen Schaden. Vielleicht hätte ich hier echt als erstes hingemusst und nicht Richtung Gelmir. Der rote Blitz gefällt mir nicht. Das ist ein Drachenbaumwächter. Stimmt, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Ich würde sagen, es ist einfach nur stärkere Version von dem allerersten Baumwächter, den man gesehen hat. Aber es ist ja noch eine Special-Variante. Ich weiß gar nicht. Wir machen das folgendermaßen. So schon mal nicht. Das lief ja schon mal 1A. Wir haben aber Marika-Fall. Von daher keine Panik. Ich werde nämlich einfach jetzt den Trank trinken. Dann einmal die Großschildsoldaten rufen. Dann kümmern wir uns um unseren Kollegen Drachenbaumwächter. Der kriegt jetzt erstmal fett auf die Schnauze. Das Gute an den Geistern ist halt wirklich, dass sie halt überhaupt keinen Schaden bekommen, solange er gegen deren Schilder schlägt. Okay, never mind. Sieht doch nicht so aus, als ob die mir großartig helfen werden in der zweiten Phase. Okay, kurz Konzentration, damit ich den auch schaffe.
Nicht, dass ich jetzt noch einen dummen Fehler mache hier. Ja, das war nicht gut. Treffen sollte ich ihn am besten auch. Das wäre nicht dumm. Das wäre nicht verkehrt. So, letzter Hit. Sehr gut. War gar nicht so wild. War gar nicht so wild am Ende. Die große Drachenkralle und das Schild. Gucken wir mal. Das können wir benutzen. Hat aber ein Scheiß-Scaling. Und das gute Schild, das sah ganz cool aus, das Schild. Das können wir auch benutzen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir benutzen es einfach mal. Wobei, kurz mal gucken. Ja, wir fatrollen nicht. Das ist mir nämlich tatsächlich das Wichtigste. Solange wir nicht fatrollen, ist alles gut. Jetzt haben wir doch noch einen Eingang gefunden. Sehr gut. Gut. 53.000, sehen wir, wie viele Seelen hat uns der Typ gegeben. What the fuck? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Das ist schon ein bisschen krass. Eigentlich will ich meine FP noch weiter erhöhen, damit ich nicht... damit die nicht immer so schnell leer sind, wenn ich Geister beschwöre. Aber auf der anderen Seite, ich brauche auch Damage, ich brauche auch Leben. Auf jeden Fall brauche ich Leben. Wir kommen aber langsam schon so in die richtige Richtung, würde ich sagen, mit unseren Attributen. Mit unseren Attributen. So langsam, der Damage stimmt langsam. Tanken können wir langsam auch wieder ein bisschen. Die Purpurtränen habe ich natürlich gut aufgefüllt in der Zwischenzeit. Plus 6, 11 Purpurtränen. Also Estus kann man ja auch sagen, ne? Weiß ja jeder, was ich damit meine. Magiefett. Diese Fette habe ich noch nie benutzt. Kann ich aber auch gar nicht auf der Waffe hier. Auf Bosswaffen kann man die nicht benutzen. Ist ja schon in Dark Souls immer so gewesen. Wurde auch nicht geändert. Oder? Oder erzähle ich gerade wieder Scheiße? Nee, warte, ich will nicht herstellen. Ja, kann ich nicht nutzen. Hier ist natürlich auch ein bisschen schade immer, ne? Wenn man eine Bosswaffe benutzt und die ganzen Weapon Arts nicht benutzen kann und auch diese Fette nicht benutzen kann. Aber solange die Waffe gut funktioniert, werde ich mich da wohl kaum beschweren drüber. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier kein Ringed City gleich haben. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here I can govern my own movement. Jetzt verpisst sie sich, oder was? Na gut, war auch die Abmachung. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent. Das ist nett. Das stimmt. Na dann.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, das wird jetzt kein Elden Ring. Oh, ich bin auch so. Ring City, meine ich. Weil vom Aussehen her erinnert mich das schon so ein bisschen an das Ring City DLC. Ach, krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Baum so riesig ist und massiv. Der sah aus der Ferne immer durchsichtig aus und auch nicht so extrem groß. Okay. Ich wusste es, dass das Gegner sind. Das war einfach zu offensichtlich. Gucken wir mal gleich wegen dem Invaden. Ich werde auf jeden Fall gleich jemanden invaden. Okay, das Schild hat den gleichen Effekt wie mein anderes Schild. Das sieht ein bisschen geiler aus. Es sieht nicht nur ein bisschen geil aus, es sieht sehr viel geiler aus. Na komm. Jetzt, wo wir die Gnade noch so in der Nähe haben, können wir einfach mal kurz unseren Finger benutzen. Mal gucken, wen wir hier Schönes finden. Boah, da kann man ja echt runter. Ich dachte, da wäre eine unsichtbare Wand oder so. Wisst ihr, was das Gute ist am Invaden? Man kann auch ein bisschen erkunden hier, ohne dass man angegriffen wird. Man kann ein bisschen auskundschaften. Wenn man die Gegend noch nicht kennt, kann man einfach mal ein bisschen gucken, was noch auf einen selber zukommt. Okay, Krummfinger, trauriges Gesicht oder gelangweiltes Gesicht ist tot. Der war hier, ne? Na, wo ist er? Jetzt bist du allein, Kollege. Jetzt hast du keine Hilfe mehr. Besten töten, bevor er jemanden rufen kann. Ja, der war doch in die andere Richtung. Da ist er. Der hat ja immer noch Hilfe. Überlebe ich nicht. Oh, der hat diesen beschissenen Blutschlag. Oder wie das Ding hieß. Das ist mega Cancer. Zweimal Katana.
Okay, das mit dem Fahrstuhl war episch. Das muss man sagen. Aber Überraschung, Überraschung. Sie sind respektvoll. Ich hätte jetzt gedacht, dass da eine geballte Ladung Teabagging auf mich zukommt, aber sie waren gütig. Sie waren gütig. Das sieht man tatsächlich gerne. Ich meine, eine gute Verbeugung am Ende des Kampfes gehört sich ja auch so, ne? Das war der falsche Finger. Das kann man auch so aus dem Kontext herausschneiden. Also die hätte ich mich da nicht in die Enge selber getrieben. Wäre ich da nicht in die Enge gelaufen. Dann hätte ich vielleicht sogar eine Chance gehabt, weil die haben mit ihrer Katana nicht so viel Damage gemacht. Die hatten zwar Blood Damage drauf, also Blutungsschaden. Aber selbst der hat mir jetzt nicht so unfassbar viel gemacht. Ich glaube, da kommt ein Jäger. Oh, das sind diese Gegner, die dieses unfassbar schreckliche Geräusch machen, ne? Das ist ein Gargoyle? Sieht ein bisschen aus wie Godric. Vom Kopf her. Die sind da oben. Oh nö. Ich sehe schon wieder Magie. Damit schon wieder keinen Bock. Macht der Gargoyle hier eigentlich auch was? Ich bleibe einfach mal bei dem Gargoyle in der Hoffnung, dass der mir gleich helfen wird im Kampf. Okay, wir haben da drei Gegner. Oh, und ordentlich Cancer. Mache ich denn das? Die haben alle drei Fernkampf, so wie ich das gesehen habe. Ach, wisst ihr was? Da wird sich das nicht lohnen. Das wird keinen Spaß machen, gegen die zu spielen. Die werden mich mit ihren... Ich habe eine Anrufung benutzen, die... Die werden mich mit ihren Anrufungen voll spammen, bis ich tot bin. Und die Leute, die teabaggen dann. Ach ja. Seit Dead by Daylight bin ich allergisch gegen Teabagging. Damals, zu Halo 3, Halo Reach Zeiten, war mir das scheißegal. Aber seit Dead by Daylight passiert ist, absolut allergisch gegen Teabagging. Also wenn man mir den Tag versauen will, dann teabaggt man mich, weil dann werde ich sauer. Und das war natürlich auch so schön, als ich gesehen habe, dass Teabagging hier in dem Spiel existiert.
So, okay, wir haben. Ja, guck mal. Die brokensten Spells im ganzen Spiel und die erlauben sich zu teabaggen. Das ist erbärmlich. Einfach nur erbärmlich. Wie weit kommt dieses Ding? Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so eine Range hat. Okay. Das ist aber auch kein guter Ort zum Invaden tatsächlich. Hier gibt es viel zu wenig, was mir hilft. Zu viele freie Flächen, zu wenig gute NPCs, also gute Gegner, die mir dann im Kampf helfen. So. Interessant. Na komm. Oh, zu zweit, dann sind sie Schisser oder was? Das sind One-Shot-Gegner, die ihr hier habt. Als ob ihr Schiss habt, hier in den Raum zu kommen. Als ob die abhauen. Als ob die beiden abhauen. Das ist doch. Das erinnert mich gerade so an Ring City, die Stadt hier. Wie komme ich am besten zu denen jetzt? Ich muss auch gucken, dass ich denen jetzt nicht direkt in die Arme laufe. Die sind auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Da war eben ein toter Gegner. Ich habe ihn gesehen. Wir laufen aber nicht direkt rein. Das wollen die nämlich. Die haben da hinten wahrscheinlich genug Freiraum, um Probleme machen zu können für mich.
Ich werde einfach mal hier warten, weil es sind eigentlich zwei Gegner, die können schon ganz gut Schaden anrichten. Aber es wird jetzt wieder ein reines Zeitspiel hier. Die werden nicht kommen und ich werde ganz bestimmt nicht in deren Arme laufen. Weil 2 gegen 1 ist einfach zu meinem Nachteil. Ich meine, dann muss ich auch irgendwo dreckig spielen, ne? Ich gucke aber trotzdem mal, wo die gerade sind. Oder auf der anderen Seite kann ich natürlich auch weiter erkunden. Also ich habe jetzt auf jeden Fall nichts gesehen, was irgendwie wichtig wäre hier. Aber ich glaube, ich kann Items auch nicht sehen, die da liegen. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob hier irgendein Item drin liegt. Aber ich denke mal. Ich denke mal, dass da ein Item ist. Hier ist auf jeden Fall ein Item. Er bewegt sich nicht. Er bewegt sich gar nicht. Was sind denn das für zwei? Kurz gucken. Grievous Damien, das war die Hilfe da und Ufion. Naja, ich weiß jetzt schon, dass daraus wieder nichts wird hier aus dem Kampf. Deswegen, ich gucke noch mal kurz ein bisschen rum. Ein bisschen erinnert das aber auch an die letzte Welt aus Kingdom Hearts 3. Sterbe ich? Okay, ich sterbe nicht. Geht's hier rein? Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Sind hier. Ich könnte die zu dem Ritter locken. Na. Den Trick habe ich auch schon versucht.
So, jetzt spielen wir nach meinen Regeln. Okay, Fernkampf machen wir. Ich war Radahns Großbogen oder was auch immer das ist, so eine Bosswaffe. Zum Glück macht die nicht ganz so viel Schaden. Jetzt wollen die mich rauslocken und ich will die rauslocken. Er hat aber ein cooles Schild. Aber der Großschwert-Phalanx. Der nervt mich immer ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Der Typ hat auch unendlich FP, kann das sein? War der ein Glück? Wäre eigentlich ganz witzig gewesen zu sehen, ob die eventuell noch sterben. Naja, wie dem auch sei, wir widmen uns mal wieder dem Wichtigeren. Also ich muss sagen, ich werde es natürlich noch weitermachen mit den Invasions. Ab und zu, aber keine Ahnung. Ganz so viel Spaß wie in den anderen Dark Souls Teil macht es dann doch wieder nicht, weil wird's halt, ja, man muss halt schon richtig sweaten, um irgendwas zu schaffen als Invader. Gegen zwei Leute, die wissen, wie man spielt, die ein ordentliches Bild haben. Gute Nacht. Einfach gute Nacht. Das ist halt null Chance. Das ist halt, glaube ich, wirklich was für Leute, die ganz genau wissen, wie man PvP spielt. Irgendwelche Casual Invader kriegst du halt nur auf die Schnauze. Hier war auf jeden Fall irgendein NPC, das hatte ich gesehen. Okay, das war kein NPC, das war ein Gegner. Schmiedestein 4 interessiert mich absolut nicht. Im letzten Stream hatte ich Schmiedestein 1 immer gesucht, den kann ich mittlerweile kaufen. Brauche ich aber auch absolut nicht mehr, weil ich gar keine normale Waffe mehr benutze. Ich muss auch sagen, die Waffe eignet sich auch nicht wirklich gut für PvP. Das, ja. Die Weapon Art von Godrics Axt, die ist halt extrem langsam. Und die hat auch nicht dermaßen viel Reichweite, als dass sie irgendwie gefährlich wäre für andere Spieler. Deswegen. Ja, eignet sich halt nicht. Hier war ich schon okay. Ich wollte nur kurz nochmal sicher gehen. Kann ich den Fahrstuhl wieder hochholen? Geht das? Geht. Was aber ganz gut ist, vielleicht sogar am PvP, ist dadurch, dass es halt T-Bang gibt und es ist halt fast bei jedem Raid-Versuch T-Bang gibt. Wenn ich sterbe,
Wäre ich vielleicht auch ein bisschen desensibilisiert gegenüber dem Teabaggen. Vielleicht hilft das sogar ein bisschen. Also wie gesagt, nach DBD, nachdem ich DBD so häufig gespielt hatte, ja, seitdem macht mich Teabaggen halt schon extrem wütend. Aber vielleicht hilft das Spiel ja ein bisschen davon wegzukommen, mal gleich so salty zu werden, wenn Leute Teabaggen. Weil eigentlich ist es halt wirklich scheißegal. Was schlimm ist, also was richtig scheiße ist, wenn Leute einem private Nachrichten schreiben. Das werde ich auch nie verstehen. Wo da irgendwo der Spaß ist, anderen Leuten irgendwie irgendwas Komisches zu schreiben in den privaten Nachrichten, um die direkt persönlich zu beleidigen. Dann geht es ja nicht mehr um das Spiel, dann geht's schon in den persönlichen Bereich. Wenn du die Leute dann anfängst, wirklich direkt zu beleidigen. Ach Gott. Natürlich hat er einen Automatikbogen, der mich komplett wegschießt, wegballert. Natürlich. Wäre ja auch zu schön, wenn es nicht so wäre. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Beim nächsten Mal weiche ich halt aus. Problem ist gerade ein bisschen, dass ich absolut nicht klarkomme hier in der großen Stadt. Hier den Weg zu finden, das wird auch noch eine witzige Angelegenheit. Ich muss erstmal wieder zurückfinden. Habe ich den eigentlich schon mal getötet? Den habe ich vorhin gar nicht getötet, ne? Ah, oder vielleicht doch. Also es ist hier nicht zufällig Endgame-Gebiet, oder? Also natürlich ist es Endgame-Gebiet, ne? Aber ich meine, das ist nicht das Ende, ne? Danach kommen, glaube ich, noch ein paar Gebiete. Also auf jeden Fall das Innere vom Baum, also in den Baum muss man rein. Und also meine Theorie war schon von Anfang an, dass der Bosskampf am Ende im Baum drin ist. Oder ganz oben. Wird wahrscheinlich auch so sein. Ich habe übrigens eine neue Robe bekommen. Ja. Ja, behalte ich einfach mal. Sieht schon legit aus mit dem Helm. So, und jetzt bitte aufpassen, dass ich nicht schon wieder gestunt werde von diesem einen Gegner. Sag mal, kannst du mal sterben? Okay, wäre ich fast wieder gestorben. Nee, das gefällt mir gerade nicht. Der hat auch einen Schadensbonus. Ich glaube, das ist der Grund, wieso er mich eben töten konnte.
ist schlecht. Das ist schlecht. Ach Gott. Ich muss jetzt noch mal runter, weil da waren schon wieder ein paar gute Seelen, die ich hatte. Die will ich zumindest behalten. Okay, er respawnt. Wir müssen aber auch gar nicht an ihm vorbei. Wir können auch eine Abkürzung nehmen. Für mich ist das Spiel sowieso einfach Dark Souls 3 in härter und Open World. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso ich mich so schwer tue mit diesem einen Gegner da unten. Also ich weiß schon wieso, weil er gebufft wird die ganze Zeit von der Parfüm-Ollen da. Die dem einen Damage-Buff gibt und anscheinend auch einen Resistenz-Buff. Schadensresistenz. Aber trotzdem. Eigentlich müsste ich den trotzdem kaputt machen bei der Waffe hier. Okay, er hält echt so viel aus. Ich dachte, er ist einfach nur, weil er gebufft ist. Jetzt ist er gebufft. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach Gott. Das war viel zu knapp. Wieso hat das nicht getroffen, Mann? Ja, spam ruhig deine Scheiße weiter. Endlich. So, jetzt bist du dran. So, ich hoffe, es hat sich jetzt gelohnt. Ich weiß nicht mehr, was der wärmende Stein gemacht hat. Okay, goldene Rune 10 ist schon ganz gut. Hier kam ich... Ja, da haben mich ja gerade die zwei Herren getötet. Die waren übrigens auch nicht so gut. Also die habe ich schon ganz gut zusammengefaltet eigentlich. Aber dann, ja, zum Ende hin wieder ein paar Fehler. Da stirbst du halt sofort im 2 gegen 1.
Das war sehr, sehr risky. Wenn er damit getroffen hätte, das hätte mir schon bösen Damage gemacht. Okay. Die Tür kann man nicht öffnen. Und wieso war man jetzt hier? Wegen den Materialien? Das hat sich ja... würde ich jetzt behaupten, hat sich nicht so gelohnt. Ja, aber 31.000 Seelen mittlerweile, wie das klingt, klingt wie ein Level-Up. Könnten wir eigentlich mal wieder bald eine Gnade gebrauchen eigentlich? Wir sind ja jetzt mittlerweile schon wieder weit gekommen. Und hinter jeder Ecke ein Gegner. Den habe ich aber vorhin schon gesehen, als ich Invader war. Habe ich mir bloß wieder nicht gemerkt. Noch ganz schön viele Ritter hier unterwegs. Okay, tief durchatmen. Wir müssen jetzt nochmal dahin. Damit wir diese Seelen wieder bekommen. Und es ist wichtig, dass ich diese Seelen wieder bekomme, weil es sind 31.000 Seelen. Wenn ich jetzt auf dem Weg dahin sterbe, dann ist das ultra bitter. Dann ist das ultra bitter. Weil das tut dann schon ein bisschen weh. Die Tür ist wahrscheinlich verschlossen, ne? Ja, das ist ein Klassiker. Dann laufen wir natürlich wieder durch. Aber ich weiß halt unten nicht, ob wir da durchlaufen können. Das ist halt schon ein bisschen gefährlich. Einen Aufzug können wir uns, glaube ich, auch sparen, tatsächlich. Ich glaube, wir können uns das ganze Haus da unten sparen. Okay, das ist angenehm. Das ist ja ultra angenehm. Okay, ich mag die Stadt. Da wäre ich gerade wieder fast tot gewesen. Zum Glück ist meine Axt ein bisschen schneller als ein schwerer Hieb. Ich hasse diese Hunde, ne? Ich hasse diese Hunde so sehr in diesem Spiel. Ach, der lebt sogar noch. Sehr schön. Schöner Anblick. Ja, boah, ein paar Pflanzen. So, hier war hier auch noch ein Ritter, nee, ne? Den hatte ich bei meiner Invasion einfach nur dazu geholt. Sieht mir hier ein bisschen nach einer Gnade aus, in irgendeiner Richtung. Okay, das sieht nicht nach einer Gnade aus. Das sieht eher aus nach einem Boss, den ich jetzt nicht bekämpfen möchte. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine Gnade. Können wir das Tor öffnen? Können wir. Oh, wie weit... Wie weit gehen denn seine Angriffe? Was ist das hier?
Sag mal nicht, das ist ein Boss. Wir gehen erstmal zurück. Wir kommen ja relativ schnell wieder runter. Ah, 4000 Seelen fehlen mir wieder. Nee, 3000. Was möchte ich jetzt am liebsten? Ah, Stärke kommen. Damage, nichts geht über Damage. Wo bin ich denn hier? Bin ich nicht? Achso, ich bin gerade rückwärts gegangen, ja. Bin ja komplett lost. So, ihr geht mir gerade so auf den Sack. So, ich würde sagen, ich gehe einfach mal links lang. Rechts sah mir gefährlicher aus. Hält schon ein bisschen aus, der Kollege. Genauso wie seine Vorfahren, Stray Demon und Fire Sage und Asylum Demon, habe ich auch ihn komplett unter Kontrolle. Hat genau gepasst. Fürstenrune, okay, was ist das denn? Jetzt bin ich mal gespannt.
Was war denn das? Ich find's nicht. Ach, da ist es. Ach so, okay, das gehört zu den Stücken, okay. Also gibt's sehr viele Seelen. Das ist doch... Ist doch gut. Ich weiß zwar nicht, wie viele Seelen das bringt, aber wird schon eine Menge sein. So viele Wege, ne? Ich will eigentlich nur den Weg wissen, der mich zur nächsten Gnade führt. Also Richtung Baum muss doch auf jeden Fall Final Boss Richtung sein. Ah, hier ist eine Gnade. Ich werde erstmal zurück zu der Tafel der Gnade reisen. Ich will erstmal meine Geister upgraden und dann mal gucken. Mal gucken, was ich noch so machen kann hier. Was sollte sie denn wissen? Ach so, ja. A Loathsome Dung Eater. Mit dem habe ich schon oft genug geredet, der... Keine Ahnung, wie man bei dem die Quest weitermacht. So, jetzt haben wir beide gut geupgradet. Können wir... Was hat er jetzt schon wieder? Ja, den Dunkelschmiedestein 7 haben wir leider noch nicht. Leider, leider. Hat sie was Neues im Angebot? Ich denke mal nicht, oder? Nein. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht die Rüstung von diesem Baumwächter hat. Aber scheint nicht so zu sein. Hat er hier was zu sagen? There are four more demigods yet to be located. Mikala of the Helig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania. The undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost rite known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. Ach, gut. Allow me to find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Ja, ob ich die Quest jetzt noch anfangen möchte, ja, da weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, wir sind noch lange nicht am Ende, ne? Mit diesen anderen Fürsten, die wir noch finden müssen. Das geht noch ein bisschen. Ich glaube hier, ja, hier nach oben geht's auch noch. Die Map ist ja relativ groß. Der kommt noch ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Das Spiel ist so gigantisch, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich werde jetzt erstmal wieder hier in die Hauptstadt gehen und dann, naja, dann gucken wir einfach mal, wo wir hier noch so hinkommen. Da unten können wir auf jeden Fall hin. Ich möchte aber ganz gerne nochmal in die andere Richtung. Da ist auch noch ein großer Platz. So, das ist kein Boss, das ist einfach nur ein Halbmensch. Seltenes Item. Und der Gegner schon wieder. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich den schon besiegt habe. Also der kommt echt häufig vor. Deswegen kann ich ihn mittlerweile auch schon so gut. War hier jetzt zufällig noch irgendwas? Okay. Mit dem Hund kann man nichts machen, oder? Okay, gibt auch kein gutes Item. Ich dachte vielleicht, wenn man den Hund tötet, aber okay. War einfach nur ein passiver, kränklicher Hund. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Das war einfach nur ein Flügel, der da gebackt hat oder gezittert hat.
Noch so eins. Okay, hier sind es also ganz normale Gegner, ja. Ein bisschen krass für ein normaler Gegner, aber gut. Wenn sich FromSoft so denkt, das gehört so, dann gehört sich das so. Ich meine, okay, so schlimm ist der Gegner jetzt auch nicht. Der lässt sich auch ganz leicht stunnen, deswegen ist das auch nicht das größte Problem. Oh, das ist ein Heavy. Naja, auf jeden Fall, das ist erstmal der Stream für heute gewesen. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder streame. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, weiter off-stream weiter zocken, also Elden Ring mal gucken, ob ich bis zum Schluss nochmal wieder streame. Also ob wir nochmal einen Stream haben, bevor ich den ersten Run hier fertig habe. Und wenn, wo ich dann beim nächsten Mal bin. Vielleicht, wenn ich das Spiel schon durchgespielt habe, man muss ja nicht ins New Game Plus gehen. Also man wird nicht dazu gezwungen, New Game Plus zu machen. Können wir vielleicht noch, nachdem ich das Finale gespielt habe, trotzdem noch weiter streamen aus dem Run. Und noch ein paar optionale Bosse machen, die ich übersprungen habe oder nicht gefunden habe. Auf jeden Fall, das war es erstmal für heute. Wir sehen uns dann, ja, weiß ich noch nicht wann. Bis dann.